dzisiejsze spotkanie poświęcone jest festiwalowi Żywa Music, który odbywa się w tym roku po raz drugi. W zeszłym roku 40 muzyków z 20 krajów miało możliwość doskonalić swój repertuar i swoje umiejętności w towarzystwie seniorów, profesorów reprezentujących najwyższy światowy poziom muzyki klasycznej i razem występowali w festiwalu kameralnym. Ale może o samym festiwalu Krzyżowa Music proszę, żeby powiedział pan Matthias Kuhlsen. Sehr bekannte deutsche und wunderbare junge Geigerin Vivien Hagner, die international konzertiert, war vor 3 Jahren das erste Mal in Krzyżowa und hat hier diesen Ort erlebt und hatte spontan die Vision, das wäre der ideale Ort, ein europäisches Marlboro zu machen. Marlboro ist das amerikanische traditionsreiche Kammermusikfestival in Vermont, gegründet von europäischen Exilmusikern. Das Prinzip von Marlboro ist, dass große, gestandene Musikerpersönlichkeiten zusammenkommen mit den Hoffnungsträgern der jungen Musiker aus der ganzen Welt und auf Augenhöhe miteinander leben, voneinander Erfahrungen sammeln und zusammen musizieren. Krzyżowa ist kein Ort, wo man einfach nur Musik macht, sondern Krzyżowa ist ein Ort mit einem bedeutenden Spirit aus der Geschichte, aus der Gegenwart. Und das ist die Gelegenheit, Musikern zu zeigen, dass sie nicht in einem Elfenbeinturm leben, sondern dass sie auch wichtige Mitglieder der zivilgesellschaftlichen Gemeinschaft sind und eine Rolle spielen, auch in unserer heutigen komplizierten politischen Situation. 12 sierpnia tam będzie koncert otwarcia w Krzyżowej, godzina 19.30. Tutaj i Brahms, i Mozart, ale również inne utwory, które już pan Matthias mówił, wypracowane podczas warsztatów muzyków juniorów z seniorami.